Das war ein Treffer. Der macht so Sonderattacken, komische. Den können wir bestimmt nicht blocken, oder? Aua! Das tat weh. Der macht Löcher in den Boden. Hallo und willkommen zurück zu Enshrouded. Wir sind heute wieder on Tour. Diesmal so ein bisschen im Miasma-Nebel. Direkt hier vor unserer Basis, da oben links ist die Brücke, hier kennen wir uns ja schon so ein bisschen aus. Und wir brauchen ganz dringend alle möglichen so Miasma-Ressourcen, zum Beispiel diese Flüssigkeit hier. Die gibt es immer in diesen komischen Pilzknäulen, in den kleineren. Und außerdem brauchen wir Funken, da weiß ich nicht, wo es die gibt, das finden wir noch raus. Ich habe jetzt rausgefunden, bei welchen Bäumen man Harz kriegt, das ist schon mal ganz gut, ich habe ganz viel Harz gesammelt. Da müssen wir gar nicht hier unten rein. Wir brauchen aber auch Miasma-Holz. Und dafür gucken wir jetzt mal, ob es hier unten, ob die Bäume hier unten Miasma-Holz dorfen oder die Pilze oder was auch immer. Das ist jetzt Miasma-Holz. Okay. Also wir müssen einfach nur die Bäume hier unten fällen. Und dann bekommen wir dieses Miasma-Holz, was wir für viele Rezepte brauchen. Das ist so ein Pilz, ne? Mal gucken, was der droppt. Wir müssen so ein bisschen auf unseren Debuff gucken. Der darf nicht ablaufen, das wäre nicht gut. Okay, also wenn man die Pilze hier erntet, kriegt man Miasma-Flüssigkeit. Das ist ja auch ganz cool. Aber wir brauchen jetzt eigentlich Holz, deswegen nehmen wir die Bäume aufs Korn. Da vorne ist so ein Baum. Und dann gucken wir uns hier unten so ein bisschen um. Da ist ein Hase, ein Miasma-Hase. da kommt schon einer. Die machen wir gleich. Genau, dann können wir direkt mal die neue Waffe so ein bisschen testen heute. Und ich habe auch so einen Zauberstab hergestellt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Zauberstäben und Magierstäben, heißt die, glaube ich, ne? Die größeren. Also es gibt große Magiestäbe, das sind so Zweihandstäbe, glaube ich. Und dann gibt es diese kleinen. Und die kleinen sind die, die keine Munition brauchen. Das funktioniert also schon. Aber die haben eine kurze Reichweite. Das heißt, man nimmt einfach so einen Stab und... Oh, der hat Auto-Aim. Die machen sogar ein bisschen Schaden. Aber nicht super viel. Doch, das ging eigentlich, ne? Im Nahkampf macht er dann mehr Schaden. Ach, das war, glaube ich, die Keule dann, ne? Ich habe ja gewechselt. War nicht so richtig zu sehen. Okay. Also, ich glaube, wir haben wieder den gleichen Ring bekommen, oder? Ja, das ist immer der gleiche Ring, den die hier droppen. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube nicht, dass wir den irgendwie groß nutzen werden. Der ist ziemlich stark, glaube ich. Weil ich wollte eigentlich so ein bisschen Richtung Nahkampf gehen. Deswegen versuchen wir das erstmal mit Nahkampf und lassen den dann zu Hause. Der hat dieses Auto-Aim. Da ist die Reichweite, glaube ich, ein bisschen größer, als wenn man so schießt. Weil ihr seht das, der hat keine so große Reichweite. Das ist so ungefähr die maximale Reichweite. Deswegen würde ich den Bogen trotzdem immer mitnehmen. Auch wenn der zwei Slots braucht. Aber der ist halt schon gut, um so Explosivfässer in die Luft zu jagen und Gegner zu überraschen, ne? Gut. Dann machen wir weiter. Wir sind wieder aufgefrischt. Das ist immer, da bin ich richtig runtergerutscht hier. Das ist auch gefährlich bei steilen Bergen. Das habe ich vergessen hier, das hat sich versteckt. Wenn es steil wird, dann rast er da wie ein Verrückter runter und das ist schwer zu bremsen. Da muss man echt aufpassen. Da weiß ja nichts passiert. Miasma-Flüssigkeit. Okay. Da steht einer hinterm Baum. Der hat sich versteckt. Das mit dem Blocken hat irgendwie nicht funktioniert. So. Erstmal Holz. Schön alles mitnehmen. Das Zeug landet immer in großem Umkreis irgendwo auf dem Boden. Das ist ein bisschen unpraktisch. Da muss man immer echt gucken, dass man das auch mitnimmt. Und nicht vergisst. Oh, ein Schwert. Das ist gut. Diese kleinen Pilze geben auch alle Miasma-Flüssigkeit. Den können wir hier wieder abhacken. Und bam. Genau, bei den kleinen sieht man das so ein bisschen besser, wo das Zeug landet. Das ist ganz praktisch. Bei den großen muss man, vor allem im Gras, muss man dann echt viel suchen, dass man das alles findet und nicht vergisst, dass da nichts liegen bleibt. So, da vorne ist auch schon so eine Ruine. Diese Pilze hier, die sehen irgendwie so ein bisschen obszön aus. Ich weiß auch nicht. Die habe ich noch nicht abgeholzt. Mal gucken, was da... Okay, da kommt so ein Miasma raus. Ne? Haben wir nicht schon einen von denen? Ich glaube, das war ein anderer Pilz, ne? Diese großen...
Genau, da vorne steht so ein Pilz. So einen haben wir abgebaut, die geben auch Miasma. Gut, dann gucken wir uns mal diese Ruine an. Wir haben auch eine Aufgabe hier unten. Ne? Wir sollen da hinten in der... im Norden... Wie können wir das hier verschieben? Ah, so. Da sollen wir den Elixierbrunnen reinigen, glaube ich. Und... Oh, oh. Nix wie weg. Oh, da kommt einer. Jawohl. Das ist unsere neue Sonderattacke. Der Sprung. Den müssen wir öfter einsetzen. Jetzt, den haben wir extra geskillt. Bam. Da drin ist einer. Der hat einen Speer. Haben wir nicht erwischt. Jetzt haben wir ihn erwischt. Ist der einzige? Ja. Ich glaube, wir haben Ruhe. Oh, ich habe da immerhin gehört. Irgendwo ist noch einer. Das ist nur so ein kleines Häuschen scheinbar. Wir müssen sehr aufs Miasma gucken, weil wir kommen hier nicht überall so mal eben schnell wieder raus. Wir müssen gleich wieder den Debuff ein bisschen loswerden. Weil die Pilze, die lassen den Timer dann noch schnell weglaufen. Das ist der richtige Ausdruck, ja. Aber der rennt dann echt weg. Bam. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht eigentlich von dem Sprung. Der macht halt ziemlich wenig Schaden. Der stößt die Gegner so zurück. Aber die werden dadurch nicht gestunt, sondern einfach nur zurückgestoßen. Und viel Schaden macht er auch nicht. Also, ja. Ist nett, aber ist jetzt nicht so der Burner. Was hast du denn dabei? Stofffetz. Immer gut. Okay. Das waren, glaube ich, die Ruine. Mehr gibt's da nicht. Wir können hier direkt bei uns einmal den Hang hochkraxeln. Und vielleicht gehen wir mal da tatsächlich komplett hoch zu unserer Basis, weil die ist hier oberhalb, da wo die Bäume stehen. Also hier können wir zwar raus, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir komplett hochkommen würden. Wir kommen auf jeden Fall hier runter, also wir müssen den Umweg dann nicht mehr gehen das nächste Mal. Und da gibt es überall Erz, ne? Voll cool. So. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Brunnen, hätte ich gesagt. Biegen wir da vorne links ab. Also das ist alles direkt bei uns vor der Haustür hier. Und da oben kann man auch gut runterspringen, wenn man einen Gleiter hat, denke ich mal. Wir müssen uns also unbedingt den Gleiter herstellen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, auch dieses Miasma-Holz. Oh, hier geht es richtig weit runter. Und irgendwie sieht es ja noch nebliger aus. Ich weiß ja nicht. Ist das gut? Oh, da ist einer. Die sind echt easy. Standardgegner. Die hören sofort auf zu kämpfen, wenn man ihnen einmal auf die Nase haut. Das ist ganz praktisch. Was ist das denn hier? Das ist so eine überwachsene, überwucherte Ruine. Yeah. Oh, das ist irgendein Erz hier. Und hier kommen wir raus aus dem Miasma. Mega. Okay, das ist echt ein cooler Spot. Von hier oben sieht man nämlich auch was. Da vorne ist dieses kleine Dörfchen, das müssen wir unbedingt mal erkunden. Ich bin so neugierig, was da abgeht. Oh, den hat erwischt. Der hat ein paar Knochen für uns. Ach, hier kommt man auch hoch mit einem Enterhaken. Das ist cool. Und gibt es hier irgendwie noch so ein unteres Level? Wir gehen einmal außen rum. Nee, hier gibt es, glaube ich, nichts. Und dann schauen wir mal rüber. Achso, das Erz, ne? Ganz wichtig. Wir haben eine neue Ressource gefunden. Die sollten wir uns mal näher anschauen, was das genau ist. Ich habe bis jetzt noch keine vermisst. Also das ist irgendwas komplett Neues, von dem ich noch nie gehört habe wohl. Ja. Und das gibt es tatsächlich nur hier oben. Ne? Oh, was ist das denn? Irgendwelche Käferkrabben. Oh, Käferkrabben. Die machen Schaden. Nix wie weg. Waren das alle? Brutlingsbeine. Nicht so gut, oder? Brutlinge sind das. Und die droppen Beine. Ich weiß nicht, wozu die gut sind. Die habe ich auch noch nie vermisst, die Brutlingsbeine. Haben wir alle? Ich hoffe, wir haben alle gefunden. Diese Beeren sind echt gut zum Hochheilen, ne? Wo kamen die denn jetzt her? Ich habe die gar nicht gesehen. Die kam irgendwie aus dem Boden, ne? Aber wir sind da vorher hier hoch und da waren keine Brutlinge da. Das war ein bisschen komisch. Das ist dieses Erz, oder? Schauen wir mal.
Das ist Salz. Das ist kein Erz, das ist Salz. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wozu man Salz braucht. Vielleicht gibt es irgendwie so Rezepte später. Hier kann man auch gut Stein abbauen, ne? Bisschen Erde. Aber das ist alles Salz. Cool. Wir werfen mal so ein bisschen Barfood ein. Das mache ich viel zu selten. So ein schönes Wasser und mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Ich glaube, das ist gut. Dann nehmen wir noch ein bisschen Salz mit. Dann wissen wir jetzt, wo es Salz gibt. Cool. Doch keine neue Ressource. Eine alte Ressource, wo wir noch nicht wissen, wofür die gut ist. Okay, man kann Miasma Myzel. Man kann so Miasma-Flüssigkeit auch abbauen. Diese leuchtenden Flecken. Sind die jetzt Miasma oder Myzel? Okay. Ich glaube, das ist alles Myzel. Okay. Wir haben ja kurzzeitig auch so Miasma-Flüssigkeit abgebaut. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die herkam. Nicht aus so einem Pilz. Ist das hier? Nee. Das ist alles Myzel. Also dieses leuchtende Zeug ist Myzel. Cool. Jetzt haben wir wirklich mal eine neue Ressource gefunden. Und wir haben auch schon ziemlich viel von dem ganzen Zeug. Ein bisschen Myzel würde ich jetzt noch mitnehmen. Dann müssen wir wieder zurück zum Turm, ne? Der ist irgendwo da drüben. Oh, Geräusche. Vielleicht sollten wir uns den Turm markieren, ne? Das ist der hier. Marker erstellen. Fahne? Erstellen. Das ist unser Turm. Dass wir da schnell hinfinden, weil wir haben nur noch 3 Minuten im Miasma. Da müssen wir wieder einmal raus. Okay. Also alles, was irgendwie spannend aussieht, sollte man am besten mal auseinandernehmen und untersuchen. Das ist wirklich super spannend, hier das alles zu erkunden. Weil alles irgendwie so seinen eigenen Zweck und Nutzen hat. Und weil man auch alles frei gestalten kann, ne? Gut. Wir klettern nochmal fix auf den Turm. Der wird uns ja nur auf der Map angezeigt, ne? Hier sehen wir den gar nicht. Aber hier gibt es auch überall Myzel. Also kann man hier auch überall einsammeln. Können wir uns da nicht so hoch? Da oben ist doch dieser Haken. Ist der zu weit weg, oder? Ja, der ist zu hoch oben. Das ist zwar so ein Enterhaken-Anschluss, aber der ist so hoch oben, dass wir da nicht hinkommen. Der ist hier. Ja, so weit können wir nicht werfen. So, wir haben so gut Ressourcen gesammelt, dass ich jetzt erstmal beim Ausladen war. Und wir haben jetzt alles zusammen. Wir haben ja jetzt genug Miasma-Holz, um uns diesen Gleiter herzustellen. Deswegen würde ich sagen, testen wir das mal an. Das können wir direkt von hier oben dann mal ausprobieren, das Ding. Ich hoffe, wir überleben das Ganze. Kostet 8 Miasma-Holz, das hat uns noch gefehlt. Tierfelle, Garn und Miasma-Sporen. Bam, bam. Auf geht's. Und der ist jetzt hier. Oh, wir haben ein Achievement bekommen. Freier Fall. Ausrüsten. Bam. Der ist jetzt hier in diesem Gleiterslot. Wir haben immer noch keinen Rucksack, keine Tasche. Da kriegen wir hoffentlich bald eine. Okay. Mit Space kann ich jetzt diesen Gleiter equippen. Weiß nicht, ob Fliegen Ausdauer kostet. Sah so ein bisschen so aus, ne? Das müssen wir jetzt alles genau rausfinden. Nehmen wir mal das ganze Kraut mit hier. Fürs gute Garn. Und hier oben gibt es einen coolen Abflugpunkt. Vielleicht nehmen wir den direkt mal. Den habe ich schon gefunden. Haben wir hier den Weg links hochgehen von der Krypta aus. Oh, Honig. Ja, wir sammeln jetzt nichts auf, sonst ist das Inventar gleich wieder voll. Honig gibt dann noch Wachs. Dann haben wir gleich wieder 2 Slots belegt. Aber hier ist so ein kleines Lager mit Fell oder so. Genau. Und so ein kleines Buch. Und von hier oben aus kann man dann, glaube ich, ziemlich gut runterspringen. Das ist halt schon ziemlich wagemutig jetzt als ersten Sprung, aber wäre natürlich auch ganz cool. Wir wollen ja dahin. Das heißt, ziemlich genau in die Richtung. War sogar ein bisschen mehr. So. Ja. Da oben wollen wir eigentlich hin. Das heißt, wir machen dann eine schöne Kurve und fliegen darüber. Wir testen das jetzt. Seid ihr bereit? Wir gehen all in. Okay.
Ja. So super weit fliegen wir nicht, ne? Wir landen jetzt bei unserem Turm unten. Oh, Baum. Ziemlich cool. Kostet ganz minimal Ausdauer, glaube ich, ne? Aber da können wir schon wirklich weit fliegen. Ich glaube, dass dieser Standort oben, dass das der Questpunkt ist eventuell. Was ist denn das hier? Das ist aus Metall. Das ist bestimmt gut. Das zerlegen wir mal. Das ist bestimmt Metallstücke. Omycel habe ich, glaube ich, gesehen. So. Alles zerlegt. Holzscheite, Myzel, Metallschrott, genau, das brauchen wir. Wir brauchen viel Metallschrott. Wow, hier ist ja irgendwie so ein Lager. Okay. Oh, die sind ziemlich stark hier. Die sind Level 3 wieder. Ich weiß nicht, ob es auch Level 2 gibt. Ich kenne nur entweder Level 1er oder Level 3er Gegner. Was sind das hier? Die machen hier komische Dinge. Oh, hier können wir die Zeit auffüllen. Das ist gut. Das ist so eine Miasma-Zeitampulle. Die heben wir uns mal auf. Das sind alles so Schwerträger. Kommt gleich der nächste. Den machen wir jetzt kalt. Genug gespielt. Das ist der Elixierbrunnen. Achso, wir sind schon da, oder wie? Ging ja schnell. Ja, perfekt. Das war ja gar nicht so weit. Dann nehmen wir erstmal alles mit, was hier rumsteht. Und machen vielleicht noch ein bisschen was kaputt, ne? Die Dinger sehen spannend aus. Ich weiß nicht, ob man die kaputt machen kann. Bestimmt. Probieren wir es mal. Ja. Ich weiß nicht, ob man das kann. Vielleicht mit Granaten oder so, ne? Aber die hebe ich mir auf zum Kämpfen. Die sind nämlich echt potent. Oh, das ist alles spannend hier. Wo ist denn der Standort oben? Der Brunnen müsste eigentlich hier sein, ne? Weil hier gibt es so viel zu erkunden. Ist der da unten? Oder hier oben? Leuchtfeuer füllen deine maximale Zeit im Miasma wieder auf. Das ist ein Leuchtfeuer. Okay. Mega. Hä? Okay, das funktioniert jetzt auf jeden Fall. Wir müssen uns da nah dran stellen, damit das funktioniert. Yeah. Was zum Teufel ist das? Das ist ein riesen... Das sind zwei Bänzel dran, ne? Das sind so ein Gewindedings da irgendwie. Oh, und da geht's unten rein. Das ist ja so crazy. Alles Myzel hier. Ganz viel. Ich glaube, wir erkunden mal die Gegend so ein bisschen und dann klettern wir da unten rein. Aber erstmal will ich mich hier so ein bisschen umgucken. Das ist nämlich alles echt spannend. Da unten ist wieder so ein Typi. Oh, der schießt. Pfeil- und Bogentyp. Den kennen wir noch nicht. Sowas hatten wir noch nie. Okay, der kann nicht schießen. Während ich auf ihm rumknüppel, das ist gut. Schrottpfeile hatte der. Ah, da kommt gut was raus aus den Dingern. Unsere Keule ist jetzt auch schon ziemlich angeschlagen. Weil ich quasi alles kaputt mache, was ich irgendwie sehe. Okay. Ja, wir gehen einmal hier. Oh, Bogenschütze. Einmal außen rum. Machen alle platt. Ungefähr so. Das war ein Hinterhalt. Was mit dem anderen? Der. Ah, der hat uns gesehen. Ich habe mich schon gewundert. Jawoll! Okay, das ist jetzt so ein Schildkämpfer mit Level 3. Die halten schon ein bisschen länger, ne? Als die Level 1er. Oh, das müssen wir wieder kaputt machen. Die Metallsachen sind so viel. Metallschrott. Ey. Metallschrott. Ich liebe Metallschrott. Hier stehen so Fässer rum, die sind blau. Ich vermute jetzt fast, dass das auch Explosivfässer sind. Nur halt keine normalen Sprengfässer, sondern irgendwie blaue. Ja. Sieht so aus, ne? Okay, wir nehmen mal die zweite Waffe. Die erste ist leider ziemlich zerlegt. Mal gucken, was hier rumliegt.
Kam da irgendwas raus? Die machen scheinbar keinen Schaden an Gegenständen, sondern nur an Lebewesen, nehme ich mal an. Das sind irgendwie so Miasma-Dinger. Ja, die Keule geht auch gut. Da drin? Ist das so eine Mine oder was? Oh, hier ist so ein Tunnel. Da wachsen Pilze. Oh, das sind so... Was war das denn? Ich hoffe, wir kommen da wieder rein, um unsere Sachen zu holen. Ich bin einfach umgekippt, ne? Okay, wir sind aber jetzt hier wieder belebt worden. Wir müssen da wieder rein. Ich muss da jetzt unsere Sachen retten. Ich glaube, wir dürfen da nicht rein, ne? Aus irgendeinem Grund. Tauche in den Elixierbrunnen ein. Wir probieren das jetzt nochmal. Das ist irgendwie verflucht da drin. Was passiert hier? Wir müssen erstmal eine Beere essen, auf jeden Fall. Dann brauchen wir so einen Wasserbuff. Und... Was ist denn passiert? Warum bin ich denn gestorben? Also ich habe das nicht ganz verstanden. Oh, deswegen. Wir dürfen da nicht rein. Das ist irgendwie verflucht hier. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid, wenn es so rötlich aussieht. Rötlich ist böse. Rötlich wollen wir nicht. Was ist das denn alles? Das ist alles Myzel. Können wir uns da rauskämpfen? Das ist irgendwie so eine riesen Myzelknolle. Okay. Wir gehen erstmal wieder. Das ist spannend. Eigentlich müsste man da ja wieder rauskommen, ne? Theoretisch. Wir gehen mal wieder hoch und laden wieder auf. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Das hat mich ein wenig geschockt. So. Und dann gucken wir uns weiter um. Eieiei. Ist ein bisschen gefährlich hier, ne? Da war ja irgendwie nichts außer diesem leicht rötlichen Dunst. Und der ist wohl nicht so gut für uns. Wow, da sind so Bogenschützen. Die sind irgendwie ziemlich crazy. Weiß nicht genau, was die da treiben. Aber die sind gefährlich. Deswegen machen wir die jetzt mal schnell weg. So der Plan. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oder nicht mehr viel. Okay. Ich glaube, die haben so Granaten oder was? Die können auch Granaten werfen. Die kamen irgendwie von da hinten. Da waren wir doch eigentlich schon. Komisch. Hier können wir wieder aufladen. Hier gibt es richtig viel so Zeitaufladen-Dinge. So Ampullen. Boah, das ist gut. Also diese Wagen sind absolut empfehlenswert. Die sollten wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Die haben viele gute Ressourcen für uns. Man muss die auch nicht wegmachen, die Wagen. Einfach nur den Inhalt zerknüppeln. Das geht recht schnell. Und zumindest bei diesen Eisengitterwagen lohnt sich das. Nur dieses Ding da noch weg. Den Stoff ist ja nicht verkehrt. Okay, wir haben schon ziemlich gut wieder gesammelt. Die Dietriche müssen wir wieder einsortieren. Aber wir müssen alles wieder einsortieren. Nee, aber ein bisschen was. Okay. Dann haben wir bald alles erkundet. Ich mache mal noch die ganzen Wagen weg. Wir brauchen ja super viele Ressourcen. Die nehmen wir noch mit und dann klettern wir mal darunter. Das ist ja auch unsere Aufgabe, wenn ich das richtig verstehe. Oh! Streitkolbentypen. Ich lebe noch. Aber ich kann nicht anhalten, ich kann nichts essen, sonst halten wir an. Wir laufen. Da sind wir doch schon durch eigentlich. Eieiei. Die Waffen sind auch ziemlich kaputt. Ich bin da einfach reingelaufen, weil wir da eigentlich schon waren. Standort oben, das ist doch das, wo wir waren. Sind die neu gespawnt? Müssen sie eigentlich, ne?
Und der Streitkolben-Typ, der hat mich ganz schön zerlegt. Fast. War ein bisschen knapp. Da ist er. Der soll mal einzeln kommen. Der schafft das irgendwie nicht. Shit. Alter Schwede. Der ist übelst krass. Wir nehmen so einen Heiltrank, oder? Okay, das kann man während dem Laufen. Haben wir die auch mal getestet. Die sind nicht ohne. Ja, die kriegen wir. Die sind entspannt. Aber der Streitkolben-Typ, man muss die so ein bisschen kennen, das ist wichtig. Der hat mich so angecharged und da kann man tatsächlich nichts gegen machen, gegen diesen Charge. Was ist das denn? Wir haben keine Zeit zu lesen, das machen wir gleich. Wir kommen wieder. Oh, hier sind so Fässer, die hätten wir nutzen können. Wir müssen kurz hoch. Wir haben nur noch 2 Minuten. Das macht mich schon wieder nervös. So. Gut. Dann können wir jetzt ganz entspannt dieses Buch mal lesen. Ja, wir sind doch hier durchgelaufen. Wir sind doch hier zuerst reingekommen, dachte ich. Vielleicht bin ich auch nur verwirrt. Schon wieder eingehört. So. Jetzt lesen wir mal dieses Buch. Über Elixierbrunnen, den Quellen des Elixiers. Okay. Das heißt, hier unten gibt es viel Elixier zum Abbauen wahrscheinlich. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Ja, dann schauen wir jetzt mal in den Brunnen runter, oder? Na, hier oben waren wir noch nicht. ich glaube, ich darf nichts mehr kaputt machen, weil wir haben... Wow! Da oben ist auch so ein Ding. So kommen wir nicht hoch. Wenn wir weiter so freizügig mit unseren Waffen hier umgehen, dann habe ich bald keine mehr. Dann müssen wir jetzt ein bisschen haltbarkeitssparsam sein. Okay, wir müssen kurz Ausdauer recken. Dann können wir uns darüber schwingen. Aber ich glaube, da ist nichts, oder? Schauen wir mal. Geht irgendwie nicht. Also eigentlich müsste man sich darüber schwingen können. Vielleicht wenn man sich auf die Kante stellt, so. Ja. Hat nicht gereicht. Da ist auch eine Treppe. Gut. Dann gehen wir jetzt hoch und rein. Ah, hier sind auch wieder so Sporen. Was ist das für ein Sack? Es gibt hier halt so viel zu erkunden. Ich habe das alles noch nie gesehen. Ja, die Waffe ist jetzt durch. Wir müssen dann mit der Spitzhacke kämpfen oder so. Wie es aussieht. Hier sind diese großen Fässer. Da sind wir schon einmal durch. Da war wieder so eine Knolle. Okay. Wir klettern jetzt mal da runter. Auf geht's. Und dann müssen wir ja ständig wieder hier hochkommen, ne? Und es ist auch so weit darunter. Schauen jetzt mal. Wir nehmen mal die Axt raus. Ich glaube, wir müssen jetzt mit der Baumfelle... Oh, das ist ja eine Zweihand-Axt. Aber wir können ja trotzdem blocken, ne? Bam. Oh, und wir sind halt im Miasma, ne? Wir haben nur 5 Minuten Zeit. Das heißt, wir müssen dann echt schnell wieder hochlaufen. Knisternder Zauberstab, okay. Sehr cool. Ja, und dann müssen wir irgendwo hier rein und da wieder hoch, okay. Nicht den Weg nach draußen verlieren, vergessen, verplanen. Das wäre nicht so gut. So. Dieses Klettern kostet unglaublich viel Ausdauer. Das sollte man gar nicht machen, wenn es nicht sein muss. Wo führt uns das hin? Das ist viel zu tief. Oh, was ist das denn? Da wächst so eine komische Pflanze oder sowas. Das ist creepy. Ja, das Problem ist immer, wenn ich am Ziel ankomme, dann sind alle Waffen durch und ich bin komplett am Ende. Das Inventar ist voll.
Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Feuersteinpfeile. Ist das gebündeltes Holz? Das ist normales Holz. Was denn das für ein Lavasee hier? Ich glaube, die haben hier früher so Miasma-Sachen abgebaut irgendwie. Das ist halt keine Waffe, da können wir unsere Angriffe gar nicht nutzen. Ist das klein, ja. Dauert nur ein bisschen. Wäre gut, wenn wir irgendwie eine Waffe finden würden. Unsere Waffen sind alle durch. Ich habe noch 2 Schläge mit der Keule ungefähr. Die haben ja wohl irgendwie Miasma abgebaut. Und dabei dann die Gegend verseucht, oder? Kann das sein? Scheint mir so. Schauen wir mal hier durch. Das ist, glaube ich, der... Ja, das ist der Weg. Oh, das ist so ein Boss-Typ, oder? Nicht so gut. Ich habe gar keine Waffe. Wie soll ich denn jetzt gegen einen Boss kämpfen? Ich glaube, das überlegen wir uns nochmal, oder? Okay. Dann gehen wir einmal aus dem Miasma raus. Und teleportieren uns nach Hause, reparieren alle unsere Sachen und dann versuchen wir diesen Boss. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir überhaupt keine Waffen am Start haben. Da gehe ich jetzt keinen Boss an. Das ist ein echter Bossfight. Der war ziemlich groß. So, wir sind ausgeruht, gebufft und startklar, würde ich sagen. Da ist dieses komische... Diese komische Blume, oder was? Jetzt werfen wir auf den mal so eine Granate zum Start, oder? Das war zu kurz. Das war ein Treffer. Der macht so Sonderattacken, komische. Den können wir bestimmt nicht blocken, oder? Aua! Das tat weh. Der macht Löcher in den Boden. den schaffen wir nicht im Nahkampf. Das heißt, wir müssen irgendwie auf Fernkampf wechseln. Granaten werfen, oder was? Der hat mich getroffen. Donnerwüstling oder so heißt der. Hör auf, mich zu jagen. Ich mag das nicht. Haben wir so einen Zauberstab dabei? Ich glaube nicht. Das ist diese Blume, ne? Standort oben. Da kommen wir her. Ich muss kurz umdisponieren. Warte mal einen Moment. Ich glaube, es ist ein Fehler, auf Nahkampf zu skillen. Die Fernkampf... Geschichten, die sind deutlich stärker, ne? Was machen wir denn jetzt? Also als erstes essen wir mal so eine Beere. Und dann muss ich fast so einen Zauberstab holen, ne? Hat der jetzt... Ich glaube, der hat seinen Hitpoints wieder hochgereckt, ne? Der kommt sofort. Dann gehen wir nach Hause, holen den neuen Zauberstab, den wir gefunden haben, und machen den mit dem Zauberstab. Das ist halt ein bisschen traurig eigentlich. Das ist ja sowas, was sich durch viele Spiele zieht, dass Nahkampf halt gegen Bosse und so nicht so funktioniert. Aber ich glaube, wir haben da gar keine Chancen. Wenn ich vor dem stehe, dann sind wir ja sofort tot, oder? Und der Zauberstab, der macht mehr Schaden oder genauso viel. Und wir müssen nicht direkt ran. Das sehe ich schon als Vorteil, ehrlich gesagt. Wir versuchen das. Wir holen mal den Zauberstab und schauen mal, wie es mit dem geht. Und vielleicht sollten wir doch auf Fernkampf skillen. Das würde ja schon mehr Sinn machen. Das ist auf jeden Fall momentan deutlich stärker. Wir können da oben aus dem Miasma rausklettern und uns nach Hause teleportieren. Wir sind hier direkt an der Grenze. So. Ja, dann gehen wir nochmal nach Hause. Und holen nochmal diesen Zauberstab. So, dritter Versuch macht vielleicht klug. Mal gucken. Irgendwo ist er, ne? Da ist er. Okay, das geht schon mal ganz gut so. Wir müssen nur weg. Ich glaube, das hat funktioniert, genau. So ein bisschen... Komisch, alles mit der Steuerung von diesen Flugdingens. Steck fest. Na, da kommen wir nicht hoch, ne? Du musst einfach vorbei. Schnell wieder hoch. Ja, also das ist ja viel einfacher, oder?
wenn ihr mich fragt. Der erwischt mich ja gar nicht. Und ich muss gar nicht zielen. Jetzt verfolgt er mich halt, das ist nicht so gut. Das funktioniert. Wir haben auch noch genug Ausdauer. Was kommt da runter? Ja, kurz warten. Ah, der kommt gleich. Der steckt fest. Du doof, Mann. Donnernder Erfolg. Wir haben Donnerwüstling-Kopf und Glückskeule. Oh, die ist gut. Also ich glaube, wir müssen auf Fernkampf skillen. Das habe ich schon gehört, dass das deutlich besser wäre. Miasma-Wurzel ist die Quelle unseres Leidens. Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt und lasse diesen Ort neu erstrahlen. Oh, können wir jetzt das Miasma hier entfernen? Oder wie ist das? Ich glaube, wir haben die Miasma-Knolle zerstört. Ist jetzt das ganze Tal befreit oder nur die Höhle? Man weiß es nicht. Oh! Ich glaube, die droppt was für uns, oder? Egal, wir können ja reingehen. Hier ist kein Miasma mehr. Die können uns nichts, die Knollen. Mega. Jetzt können wir uns hier so ein bisschen umgucken, was hier so abgeht. Was zum Looten? Die haben oftmals auch was zum Looten dann, ne? Also da würde ich jetzt nicht reinlatschen. Ich weiß nicht. Dann müssen wir das testen. Das sieht so lavaartig aus. Ah, okay. Das hat einen starken Debuff. Miasma-Debuff. Das heißt, da können wir nicht reingehen. Aber wir können so kurz drüber dran durch. Aber wir können da nicht wirklich drin rumlatschen. Das geht nicht. Bam. Ja, ich glaube, wir haben den Ort befreit. Cool. Ich sehe jetzt keine Truhen oder so. Keine Belohnung. Ich bin enttäuscht. Gut, wir haben eine richtig coole Streitaxt bekommen, ne? So ein Zweihänder. Das ist schon cool. Vielleicht gibt es ja später auch Gegner, die selber Fernkämpfer sind. Die sind dann bestimmt einfacher mit der Axt zu zerlegen. Wir sind ja noch nicht so lange unterwegs, ne? Das kann man alles noch nicht so genau sagen. Dann immer wieder das Metall mit. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier durch. Wir haben die Quest erfüllt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, oben zu sehen, ob... Moment, wir machen die Kisten hier weg. Ob wir das Tal tatsächlich komplett befreit haben. Das schauen wir jetzt mal hoch. Ich bin gespannt. Weil hier unten ist überhaupt kein Miasma mehr. Also es ist immer noch ziemlich neblig. Ich glaube, wir haben nur diesen Brunnen befreit, ne? Aber das Miasma-Tal ist immer noch Miasma-Tal. Ja. Hier müsste jetzt gleich... Genau, jetzt sind wir wieder im Miasma. Wir haben diesen Brunnen befreit. Ist doch auch schon mal schön. Also man kann so abschnittsweise die Welt auch befreien von diesem Miasma-Nebel. Sehr cool. Und das war der erste Bossfight, glaube ich, ne? Das ist eine Knolle. Die hat jetzt auch nichts zum Looten. Mega. Also der Zauberstab ist schon stark. Ich bin aber überlegen, ob wir nicht auf Zauberstab skillen. Das wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Da müssten wir komplett anders skillen. Fähigkeiten. Schauen wir mal hier rein. Gauner, Zauberer, Miasma-Schaden. Ich glaube, Miasma-Schaden ist gut. Ne? Sowas macht der Zauberstab. Schockschaden. Da müssen wir uns dann irgendwie spezialisieren auf so einen bestimmten Schadenstypen. Ne? Rucksack. Wir haben jetzt einen, der macht Eisschaden. Also wir könnten auf Eis gehen. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Kampfmagier, Zauberer. Ich glaube, hier unten irgendwo war Eis. Intelligenz erhöhen wäre gut, ne? Ah, das ist doch hier rechts. Da gibt es so einen Eisschadensbonus. 10% mehr Eisschaden bei Zauberer. Frostbiss, genau. Das wäre hier der Eiszweig. Okay. Müssten wir uns mal anschauen. Wir könnten ja noch umskillen. Das kostet halt ein bisschen was, glaube ich. Aber das ist ja kein Thema. Wir haben jetzt aber auch eine sehr coole neue Waffe gefunden. Nämlich diese Unglückskeule. Ich glaube, die wird uns sehr viel Glück bringen. Die ist ordentlich groß. Und die macht auch ordentlich viel Schaden. Aber wir schlagen, glaube ich, auch
ein bisschen langsamer zu, ne? Das muss man halt auch sehen. Die hat jetzt 21 Damage. Die können wir bestimmt upgraden, ne? Weil das eine gefundene Waffe ist, müssten wir die upgraden können, theoretisch. Und den Kopf, was machen wir mit dem? Weiß nicht, das ist wohl eine Trophäe, oder? Heben wir mal auf. Na gut, da waren wir heute wieder ziemlich erfolgreich. Wir haben einen Teil des Miasmatals, diesen Brunnen, befreit. Wir haben den ersten Bossfight bestanden. Haben wieder ein bisschen abgegradet. Und wir haben endlich den Glider gebaut und ausprobiert. Der ist echt cool. Mit dem hier rumsegeln, bringt Spaß. Und mit dem können wir uns halt viel schneller in der Welt bewegen. Also ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt alles ging. Man kann sich schnell nach Hause teleportieren, dann da wieder runterspringen und dann ist man ziemlich schnell da, wo man hin will. Das funktioniert echt gut. So, jetzt aber genug gesammelt für heute. Ich glaube, wir sind schon wieder richtig lange unterwegs. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.